Das sind die Ja, die dekorativen. dekorativen Stadien. Monolithstein, Leben und Hast du halt jetzt schon Farbe. angefangen? Ja. Sag doch was. Ich hab doch gesagt, geht los. Moment, ich esse noch ein Brot. Was meinst du, wie lange ich in Minecraft brauche, um ein Brot zu essen? Hallo Leute, hier ist wieder MacFisto 2051 und auch heute begrüße ich wieder recht herzlich. Media Und Varuna MC. Willkommen zurück zu Minecraft City 2, dem Varuna-Projekt mit dem ZevTech-Modpack. Jo, willkommen. Und Mevia und ich sind schon mal ein bisschen Floß gefahren. Vielleicht erkennt ihr schon wieder diese Stelle hier. Da, wo Varuna und Mevia gedacht haben, sie müssen unbedingt öfter sterben und sich Varuna zurückgecheatet hat. Bin hier nur einmal gestorben. Oh, da ist schon das Monster. Das wollen wir jetzt töten. Ja, nee. Prinzipiell ist das so, wenn wir mehrere hier Stehst in auf der einer Scheiße, Stelle Achtung. haben, dann bauen die auf einmal ein Podest mit Statue. Wir können es aber auch töten, das dauert aber ewig, weil die 300 HP haben und irgendwie immer nur pro Schlag eins verlieren oder so. Dann können wir das Fleisch, das wir da bekommen, dann auch zu einer Statue umcraften, aber. Wie gesagt, das ist so oder so ein Hassel. Wie bekommst du das weg? Was hast du da in der Hand? Ja. Eine ordentliche Waffe, beziehungsweise Werkzeug. Sieht irgendwie aus Und wie ich. eine Art großer Kamm. Ja, es ist eine Kralle. Also ihr kümmert euch irgendwie um den Tech-Tree. Ihr müsst Ja, irgendwie wir kommen diese. sonst nicht vorwärts. Ist egal, was ich machen will, ich kenn's nicht, ich darf es nicht bauen, es Beim ist letzten schlimm. Mal hatten wir schon den unnützigen Tinkers Construct. Wie hieß das Ding? Den Controller, den kriegen wir nicht hin. Und ich kümmere mich aber diese Folge mal um die Schönheit. Also einfach mal wieder Okay, ein das geht ja bisschen noch. die Geht Stadt doch. hier. Irgendwas ist kaputt gegangen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie hinter dir. Kannst du mal noch die Scheiße am Boden wegmachen? So unverwundbar scheinen sie ja nicht zu sein. Nee, Ich aber. mache ihnen auch 7 Schaden pro Treffer und sie haben nur 100 statt 300 Lebenspunkte. Aha, Muss was halt. kann er mir nichts tun? Muss halt aufpassen, dieser Schleim, den die absondern, der ist schlecht für deine Rüstung. Das heißt, Ja, der gehen dann ständig deine Schuhe kaputt. deswegen habe ich ja eben gesagt, Achtung, du stehst in der Deshalb sind Scheiße. sie nicht adäquat. Oh, so stark sind die jetzt nicht. Ich habe was Schlimmeres Ja, erwartet. zu weit geht das. Jetzt, am Anfang waren wir zu dritt hier. Oh! What the fuck? Die sind Auf einmal ist man tot, erschaffen. ne? So schnell geht das mit den Shoggoths. Dann Rotz. spucken sie einen noch von hinten mit Säure an. So bin ich nämlich das letzte Mal gestorben. Ja. So, mit Sicherheit. Schön, ich habe jetzt irgendeine Art Todeskompass, nur wohin zeigt der in welche Richtung? Nach Nordosten, so schwer ist das nicht. Ich bin mir nicht sicher. Der Zeiger ist einen ganz kleinen Tick länger in die eine als in die andere Richtung, aber wirklich nur minimal. Ja, der spuckt. Das ist jetzt natürlich übermäßig schlecht, dass ich wieder zurück muss. Boah, ey, dem sein Säureball geht auch echt unter Wasser durch, ist ja unfassbar. Ich habe die ganze Zeit einfach null Schaden bekommen und irgendwann einfach mal puff, tot. Von. Gerade hast du noch gesagt, ist alles easy. Ich sag ich ja, die ganze Zeit null und auf einmal puff tot, so. Das muss ich mir selber nochmal im Replay anschauen. Wenigstens weiß ich noch, wie ich mir dieses blöde Floß zu machen habe. Dafür habe ich jetzt hier nochmal eine Zinnader gefunden. Ja, warum nicht? Ja, weil wir schon zu Ja, viel ich Holz habe auch verarbeiten. eine riesige Ader gefunden. Ja, ich habe, glaube ich, auch mittlerweile noch ein oder zwei weitere Zinnadern, aber. Ach, cool. Ich habe auch noch zwei Kohleadern gefunden, die sogar direkt beieinander sind, obwohl es zwei unterschiedliche sind. Ja, Kohle hatte ich auch noch. Ich habe schon mal ein Ersatzfloß gemacht. Oh, ist das Floß süß.
So, ich hab's gleich hier. Ja gut, ich bin jetzt eh erstmal eine Zeit lang mit der Landschaftsbetrachtung beschäftigt. Warum denn? Ihr habt doch dort geschlafen. Ah nein, du könntest nicht schlafen, gell? Ja, Schlafmatte. Die Schlafmatte hilft leider nicht, um dort zu spawnen. Die wieder in ihre Höhle zurück. Dachte, würde auch einen Spawn setzen. Scheinbar nicht. Och, nee. Jetzt fehlen mir 2, 4, 6 Erde. Toll. Was ist mit 6 Erde? Fehlen 6 Erde. Zachs Gibt es Erde. ganz wenig. Also Erde in Minecraft ist wirklich selten. Das Aber wird kein Pigment schlecht. abzubauen. Kein Pigment zu bauen. Au, die schießen durch den Boden. Soll das? Ach, Dass da du ist noch überhaupt noch einer. lebst. Lass mich in Frieden, stirb. So, ich pflaste hier jetzt alles mal mit Steinen aus. Dann kann es nämlich nicht passieren, dass Saplings liegen bleiben und unkontrolliert Bäume wachsen. Willst unkontrolliertes Bäumewachstum in Steinen? Interessant. Oder ich verstehe nur die Hälfte. Ich möchte unkontrolliertes Bäumewachstum verhindern. Okay. Ich mache hier irgendwas plöng, aber ich weiß nicht was. Ich meine Das habe ich Rüstung. vorhin auch gehört, deswegen habe ich schon ein paar Mal gesagt, Vorsicht, aber. Ja. Nein, 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 nicht zwei auf einmal. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ohne Karte ist das echt blöd. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Himmelsrichtung sich wo befindet. Komm, den Anstieg. Jawohl, er ist tot. Ah, dann kriege ich den hier. Den kann man nämlich stunnen. Er macht relativ wenig, wenn er gestunt wird. Wie kann man denn einen Gegner stunnen? Nicht gestunt, aber wenn man halt schlägt, Ach dann so. greift er quasi nicht an. Und hier liegt ein Floß am Oh, Boden des das war Meeres. dumm. Könnte meins sein. Habe jedenfalls jetzt zwei, ja. Oh, hier sind sogar drei Flöße. Habe ich drei Flöße im Obwohl, das ist bestimmt noch Inventar. das von Varuna, als er keine Lust hatte, zurückzufahren. Ja, wahrscheinlich. Klar, das hat er jetzt 10 Jahre gechillt. Ja, warum nicht? Der Chunk war ungeladen. Außerdem, jetzt wo die Items nicht in der Luft rumschweben, sondern am Boden kleben, weiß ich nicht, ob sie wirklich wieder despawnen. Wenn ich jetzt an unsere alten Zeiten in Minecraft zurückdenke, mit irgendwelchen Basen unterirdisch, noch diesen uralten Holzröhren und Steinröhren, wenn du dich erinnerst. Wo wir dann Irgendwelchen irgendwas in den Röhren weiß Recycler ich jetzt nicht gestopft so. haben und das Rohr ist irgendwie geplatzt und Ach, 3 Millionen das, ja, das Steine war. lagen da rum und es ging nichts mehr, weil die Performance sowas von im Sack war. Das war Buildcraft. Das war noch relativ so das erste, was wir Richtung Modpack und Co. hatten. Ja, das war Oder mit das Mods. Mindcrack-Pack noch aus der 1. War das noch die 1.2.1? Ist schon sehr lange her. In der Tat. Aber das sind schöne Erinnerungen. Durchaus. Bis auf die Erinnerung daran mit, die Röhre ist geplatzt und ich muss in einer Base, in der ich nur, keine Ahnung, noch nicht mal eine FPS habe, dorthin laufen und das wieder fixen. Das war nicht lustig. Oh, da ist noch ein Creeper drin. Höhe. Au. So, Sie ich haben habe scheinbar Besuch. noch keinen Obelisken gebaut, das ist schade. Also ich genieße gerade eine ruhige Seefahrt mit einem Piranha im Schlepptau, der vor sich hin ploppt. Mir nicht auf dumme Gedanken, du Ist aber eigentlich sehr dummer gemütlich, Hermann. also ich könnte jetzt gerade in echt so ein bisschen einschlafen. Oh, das ist beruhigend. Oh, Verzeihung. Dazu fehlt Ja. jetzt noch so ein bisschen das Geräusch von fallendem Regen und. Mann, gibt's hier riesige Haie. Nein. Okay, das ist ein bisschen zu optimal. Hier in meine eigenen selbstgegrabenen Löcher reinzufallen. Da vorne steht einer und wedelt. So. Das gefällt mir eigentlich schon. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Pferd hier.
glaube, ich muss das Pferd hier nochmal umplatzieren. Hast du was im Schlepptau, willst du? Ich weiß. Macht schnapp, 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 schnapp. Noch ein Fisch. Wie war das? Ich muss noch Rechtsklick auf das Grab machen oder so. Shift. Draufstehen und Shift. Und beeil dich. Draufstehen, ne? Fast. Hab alles richtig gemacht, bis auf dass ich nicht drauf stand. Das scheint sich jetzt tatsächlich zu merken, wo welcher Gegenstand war. Ja, sicher. Das war früher nicht so. Nee, aber diese Mod ist das, funktioniert das, ist das schön. Das ist aber toll. Wie viel haben wir denn noch? Wow, das sind immer noch. Fuck, das war übrigens mein allererster Tod. Aha. So, wir können uns überlegen, machen wir die noch weiter oder gehen wir zurück und craften uns die Statue? Wir haben nämlich jetzt genug auf die Creeper drin, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Wenn ihr sterbt, kommt er schneller nach Hause. Ja, und die Stelle sind noch hier. Das Schokofleisch nicht dabei, das wir brauchen. Wow, jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle. Das ist schlecht. Ui. Au! Müsste auch noch ein Seil sein hier. Jetzt hast du sie alle hochgezogen. Das war ungünstig, Fister. Komm! Da ist meine Hose geplatzt. Gut, dass ich noch eine Lederne dabei habe. Bin ich wieder voll Leder. Immer deine Lederhosen dabei. Ja, die Lederhosen. So, ich würde. Oh, was haben wir denn hier? Oh, was hast du denn? Also, ich habe 3 Schogott-Fleisch. Ja, ich habe 20 oder so. Wir brauchen 8 für eine Statue. Das heißt, es gibt auf jeden Fall 2,5 Statuen. Wenn wir noch ein Fleisch bekommen, können wir eine dritte Statue machen. Hilft uns das? Ja, je mehr. Umso besser, aber. Jetzt muss ich gerade mal wieder überlegen. Du lässt das den Pferden, die haben die größeren Köpfe. Das steht neben mir. Überleg mit mir mit. Geh mal weg. Aha, dann. Fick dich. Hallo. Oh nein, schon wieder ein Piranha. Was ist denn das für eine Aussprache? Eine FSK nicht 18 Variante. Hier, irgendwas habe ich doof. Hier, das war falsch. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich da hinten. Das ist. So, jetzt kann ich hier nämlich den Weg immer anders platzieren. Nervigen Piranhas. Wenn es nur einer wäre. Du kannst mit dem Floß dran vorbeifahren und ihn schlagen. Hä? Und dann irgendwie zickzack fahren, bis du weg bist. Ich mache jetzt mal noch ein paar Zäune. Und dann wollte ich eigentlich auch die Füße mal noch umsortieren. Es geht besser, als dagegen zu laufen. Autsch. Ja. Oh, da kommt der Nächste aus seiner Höhle. Achtung. Blockier mich doch nicht! Autsch. Ah, ich will immer mit F die Füße zurückdrehen. Hier sind jetzt langsam zu viele, Schogott. Ja, echt? Ja, jetzt sind es schon 3, obwohl wir einen getötet haben. Ich sagte doch, da sind noch mindestens 4. Ich habe jetzt 6 Fleisch. Oder ich. Na, warte. Umsonst gebaut. Boah, ich muss hier weg. Durch. Puh, das war knapp. Das war knapp. Ich hab mir mal den Einzelnen. Oh ja. Die anderen schießen aber fleißig auf dich. Hab ihn. Aber so viel Cleanstone haben wir gar nicht. Guck mal in meine Mistkiste, da sind glaube ich 1,5 Stacks drin. Cleanstone? Ja. Warum hast du so viele gemacht?
Das sind noch die von dir eben, die du mir mal irgendwann gegeben hast. Au, 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 au. Ich hänge am Schokot fest. Schlecht. Plöng. Ich habe noch welche in den Ofen. So, der letzte. Ist die Höhle eigentlich irgendwann leer oder spawnen da regelmäßig neue? Nee, da ist, glaube ich, ein Bodenbelag aus Biomasse drin und aus dem spawnen die dann. Aber sobald die Biomasse verbraucht ist, ist vorbei. Da hinten schwimmt noch was auf dem Meer. Also hier ist ein Tintenfisch. Es ist ein Tintenfisch. Da bewegt sich noch was in der Höhle. Da sind noch mindestens drei Stück drin. Weg hier. Weg hier. Komm, es reicht. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Ja, solange wir hier nur diesen einen hier oben haben. Weg ist er. Ein paar Beeren unter Wasser einschmeißen. Da steht einer. Komm her. Nein! Ist das dein Fluss? Nein, das ist mein Fluss. Können wir eigentlich inzwischen eine Chip? Das ist meins. Ey! Wo ist denn mein weißes Fluss hin, das ich mir gemacht habe? Das habe ich eben eingesammelt. Ah, das, okay. Was ich da. Ja, ich habe dir ein neues hingemacht. Kommt, 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 Achtung! Da ist Dickerchen. Left click to choose the to display menu. Au! Klong macht's. Oh, ich habe keine Schuhe mehr an, ich habe keine Mütze mehr an. Ja, überhaupt keine Rüstung. Da doch immer ein bisschen Rüstung, aber. Die Schokoffsäure ist echt ätzend. So einen schlechten Alien-Teil schaut. Hat Säure so an sich, glaube ich. Schuh, da ist der. Was? Der Schoko-Boss? Ne, der letzte. Aber den kann ich beschäftigen. Ach, für den auf dem Meer. Jeder einer, das ist in Ordnung. So, wenn ich ihn mal treffen würde. Wieder irgendwas geplatzt. Was ist das? So, hier müssen wir dann ein bisschen ausleuchten. Wir machen hier den Schoko-Fight. Immer noch voll die Höhle. Aber ich würde sagen, das reicht, oder? Ich habe 8 Fleisch und du? 38. Oh, reicht dann für ganz knappe 5 von den Statuen. Sollte eine Zeit lang reichen. Los, ab nach Hause. Fahr, Mevia, fahr. Und wieder eine gemütliche Fahrt unter einem Sternenhimmel nach Hause. Nicht über den Sternenhimmel, unter ihm. Ich finde, der sieht toll aus. Nur der Mond sieht dafür so pentagonal aus. Ja, kann nicht alles haben. So, noch ein paar Setzlinge. Hattest du eigentlich die Birken abgebaut, Melvia? Nein, die waren noch gar nicht gewachsen. Keiner mag Birken. Pfui, helles Holz. Git. Ja, ich muss sagen, das Holz, was Shadow und so benutzt haben, das gefällt mir auch gut. Mevia, du hast einen. Ich hab's gerade getellt. Ja. So, ich wollte auch noch was anderes bauen. Aber da Verona Alzheimer hat, hat er das vergessen. Nein, nein, nein. Und das Gute ist, wir können inzwischen Stufen bauen. Juhu! Stufen und Zäune, der Wahnsinn. Ja, übelst. Stairs. Irgendwo gab es auch welche aus Död. Wie bitte? Warum? Aus Död? Död. 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 Ich weiß nicht, warum mir die nicht als Rezept angezeigt werden. Warum funktioniert das nicht? Da sind sie freigeschaltet, als in der Welt existieren, so du kannst sie anschauen und weißt, was es ist, hast aber noch keine Ahnung, wie man es macht. Und deswegen wird ja kein Rezept angezeigt. Die anderen kann ich aber bauen. Ist ja doof. Frag lieber Dörte, ob sie dir sagt, wie es geht.
Ich habe meinen Knochen fallen lassen. Vielleicht lenkt das die Piranhas ab. Ich glaube, das koagulierte Blut wäre besser. Das, ja, du das bauen hätte ich auch möchtest. Gerne. Das müsste man mal tatsächlich testen. Du schmeißt das Blut ins Wasser und denkst, ach, Ruhe, der Piranha bleibt zurück. Und dann flappt's und von überall kommen 20 Piranhas. Ups, vielleicht war die Idee doch blöd. Was ich bauen wollte, war hier ein Dach drüber. Der Seetempel macht echt furchtbare Geräusche. Ja, das sind die Wächter. Die hier Mining Fatigue 3 Millionen aufdrängen wollen. Solange ich in dem Tempel nichts abbauen möchte, ist mir das egal. Ja, da gibt es auch ein paar Goldblöcke, die man abbauen kann. Dumm nur, dass man das unter der Mining Fatigue dann eine Minute auf einen Block draufhauen muss, dass da mal irgendwas passiert. Und dann löst er sich wahrscheinlich auf. Nee, hey, wenn du die richtige Pickaxe hast, dann bekommst du es natürlich, aber es dauert halt. Du kannst auch nicht irgendwie die... Also ich habe es noch nicht durchschaut, wie man da sich gegen wehren kann. Selbst mit Verzauberung etc. tralala. Und kommt man nicht gegen diese Mining Fatigue an, du kommst auch nicht gegen die Wächter an, da passiert irgendwie nichts. Ist ja schon fast langweilig. Na gut, für ein paar Goldblöcke muss man sich jetzt auch nicht so Mühe machen. Falls es noch irgendwas anderes Wichtiges im Tempel gibt, habe ich es letztes Mal nicht gefunden, als ich da war. Du wirst immer noch von den Piranha verfolgt. Jojo, soll er nur. Werde ich auch noch von dem Mephisto verfolgt, oder? Ja, der hat sogar die ganze Zeit halb geschlafen und nicht auf den Monitor geschaut und hat sich dann gewundert, dass er es geschafft hat, mit dir an der in dem Übergang zwischen See und Meer durch die Engstelle zu fahren. Ja. Das deswegen ist bin Skill. Ich so langsam. Du hast dich bei mir eingehängt. Ich zieh dich mit. Interessant. Ich habe mich gerade ein gutes Stück eingeholt und dann bist du wieder schnell davon gefahren. Ja, hier leckt es gerade ein bisschen bei mir. Wo die ganze Stadt aufpoppt und da hinten läuft jemand. Okay, warum bleibe ich eigentlich immer außen rum, wenn wir doch direkt über den Fluss dorthin fahren können? Warum nicht? Och nee, gut reingesprungen zu den Tierchen. Kein Piranha bei mir. Ein Skelett, das mich abschießt. Sag mal. Hier leckt's gerade tierisch in der Stadt. Boah. Oh, ihr seid schon wieder da. Welcome back. Ja. Was machst du denn jetzt? Ich baue. Oh. Er macht schön, hat er doch gesagt. Mir gefällt das nicht. Ich würde das gerne wieder abreißen. Warte. Ja, danke. Der musste sowieso weg. Oh, verpiss dich, du dummer Scheiß-Zombie. Jetzt schläft er, der Witz wohl. Der Kenny-Zombie, wo nur die Augen aus der Kapuze herausschauen. Ich habe gerade versucht, mein Floß zu backen. So, dann machen wir jetzt mal ein paar dekorative Statuen. Gib einfach mal DEC ein und die oberen sind dann die... Ja, die dekorative Cthulhu-Statue hätte ich gerne. Ich hoffe auch, dass wir Monolithstein haben. Sonst haben wir ein Problem, müssen das erst holen gehen. Ich glaube nicht, ich habe keinen gesehen. Dann machen wir jetzt am besten einen Cut und gucken mal, dass wir Monolithstone finden. Ist der an besonderen Stellen zu finden oder allgemein? Was soll ich das denn wissen? Der ist mit Sicherheit in irgendeinem Darkland zu finden. Also noch ein bisschen weiter als da, wo wir gerade hergekommen sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Nein! Also, dass wir den Leuten zeigen, wie wir die komischen Schober zu moschen, ist okay. Aber dass wir jetzt nochmal anfangen, diesen blöden Stein zu suchen...
Deshalb wollte mir wir einen Cut machen. Ja. Ja, ich suche ihn mal ganz kurz woanders. So, ich brauche noch ganz viele Slabs. Sonst wird es heute nichts mehr. Wer auch immer hier wohnt. Darkstone? Nein, Moment, das ist falsch. Korallium. Flüssige Antimaterie, ah ja. Ah, es kann sein, dass der Monolithstein, habe ich nicht aufgepasst, dass der Monolithstein das Teil ist, das um diese Höhle bildet. Nein! Ich habe es mir viel sogar noch angeschaut, aber nicht darauf geachtet. Nochmal hin. Und macht euch. Was soll die Scheiße? Ja, wir machen jetzt einen Cut und kommen dann einfach wieder, wenn wir welchen haben. Hä? Was denn? Ach so, sorry. Du machst hier ein Haus hin. Ah, ich dachte, Fisto macht hier irgendwelche seltsamen Sachen, um nicht mehr über die Büsche zu stolpern. Nein, ihr könnt ja schon noch über die Büsche stolpern, aber. Ja, nee. Die Schmiede muss ja irgendwie überdacht werden. Ja. In Ordnung. Okay, kurzer Cut und bis gleich. Bis gleich. Also sehr, sehr ärgerlich. Das hier ist der Monolithstone, den wir gesucht haben und wir haben ihn vergessen, übersehen. Ich habe sie angelockt. Keine gute Idee. Brauchen ja glücklicherweise nicht so viel. Ein pro Statue oder so. Ja. Dann wieder zurück nach Hause. Schnell, schnell, schnell. Nachdem wir den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Monolithstone geschnappt haben, hatten wir uns dann... Das? Wer war was? Irgend so eine scheiß Trompete. Nein, das sind nicht wir. Hat Mevia uns dekorative Statuen gebaut, unter anderem von Cthulhu und Co. Aus dem Monolithstone, Lehm und verschiedenen Farben. So. Ja, bra, bra. Man hört es da unten. Varuna hat da unten seinen Spaß. So, jetzt? Wo sind die Statuen? Abyssal Trophy Case, okay. Ja. Wo sind denn welche? Stell doch mal eine hin. Ja, die sehen genauso aus, wie sie gerade eben auch ausgesehen haben. Aber wir sollten vielleicht auch nicht unbedingt hier, sondern ja, lieber da hinten. Oh, ein Enderman. Wo? Hi. Oh! Ja, gut. Gut. Ich hab auch schon einen. Erschlagen! So. Hier geht's ja ab. Ja, hier geht's richtig rund. Ich muss den Mops auch noch leiser stellen, die sind viel zu laut. Das Schmiedengebäude ist fertig. Oh, das ist kurz. Sehr schön, Moment. Das nächste ist. Da ist Ash! Da ist Ash! Ich sehe Ash! So. Aber jetzt ist es keine dekorative Tudu-Statue mehr, sondern eine fertige. Das sind, ja, das ist die fertige. Oh, oh. Ah, die muss man mit 8 Fleisch umwickeln. Braucht einen offenen Himmel. Ja, der ist hier gegeben. Und jetzt? Ja, braucht man halt noch ein Pedestal und dann kriegen wir das Necronomicon aufgeladen. Okay, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Ja. Oh, da passiert schon etwas. Ah ja, ich kann mich auch einfach hinstellen, dann lädt das auch. Sehr schön. Mit dem Pedestal geht das halt, da kann ich es halt einfach hinlegen, brauche nicht anwesend zu sein. Aber ja, die laden das halt mit finsterer Energie auf. Das ist PE, wird das genannt. Das Buch kann 5000 PE speichern. Jetzt habe ich schon 70, 80, 85. Ja, deswegen halt das Pedestal. Und die Rituale, die ich halt hier über die Büssel Necronomicon Rituale machen muss, die verbrauchen halt entsprechende Mengen von der PE aus dem Buch. Deswegen muss das aufgeladen werden. Also ich würde mit dem Tech Tree hier aufhören. Bevor für die Folge? Ja. Nein, bevor ich im Necronomicon lese, würde ich aufhören. Echt. Niemals. Aber ja, du kannst das jetzt aufladen. Ohne...
geht's Ohne nicht jetzt weiter. im Tech Tree weiterzumachen, wird das halt nichts. Schade. Ja gut, dann beenden wir alles hier. Nein, die Folge für heute ist auf jeden Fall dann zu Ende. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. News und Infos wie immer bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da oder ein Abo und schaut doch auch mal bei Varuna rein. Genau. Ich war diesmal sehr semi-aktiv. Und trotzdem danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Ciao.